So, Freunde, herzlich willkommen zu Tote War Warhammer die Bredonnen. Ja, letzte Runde haben wir das Schwert von Tochon bekommen. Und ich glaube, wir waren eigentlich in dem Sinne, glaube ich, vom Geld her und so können wir eh nicht mehr viel leisten. Wir waren, glaube ich, auch damit dann fertig. Ja, wir erforschen keine Technologie, habe ich schon jetzt ein paar Mal gesagt. Will ich, glaube ich, nie mehr drauf eingehen. Wir können nichts mehr wirklich was forschen, was sinnvoll ist. Die letzte Forschung machen wir vielleicht gar nicht. Sind wir ehrlich. Ne? Außer wir gehen in den Krieg mit den Waldelfen. Also die erklären uns irgendwann mal den Krieg. Dann können wir sie mal kurz forschen nebenbei, aber ansonsten nicht. Ja, und die Chaos-Truppen gehen voran. Und auch im Norden werden wir angegriffen. Eine Armee haben wir schon in die Richtung geschickt. Müssten wir nächste Runde dann quasi in Helms Klamm sein. Marienburg fährt hier wieder sinnlos rum. Den haben wir ja angewiesen, dass sie oben mal irgendeine Stadt angreifen. Hier mit ihrem halbtoten Heerführer. Viel Spaß. Ja. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal den Gedanken nicht zu Ende geführt. Und zwar haben wir ja zwei Varianten. Entweder wir verschanzen uns jetzt in unseren Städten da, Auenland und Bre. Oder aber, wir verschanzen, also an der Front quasi zum Chaos, zu den Chaos-Truppen. Oder aber wir laufen kurz raus und setzen Hinterhalte. Problem ist bei Hinterhalten immer, du verlierst halt auf gegnerischem Boden, der halt mit Chaos vollgespickt ist. Also teilweise auch auf unserem Boden, der immer auch mit Chaos vollgespickt ist. Verlieren wir halt eine ganze Menge. Honor before glory. Können wir eigentlich auch so reinlatschen? Machen wir uns noch, Freunde. Zack. Verlieren wir halt A, Ritterlichkeit pro Runde 5 Stück. Und die zweite Sache ist halt. Oh, warte mal. Naja, ist auch scheiße. Ändern wir danach die Stellung nochmal um, wenn wir dürfen. Jetzt müssen wir mal doppelt anklicken muss. Zack. Und da übrigens sind schon die Chaos-Truppen, ne? Die sind jetzt nicht so weit weg. Wir werden mal Florence noch ein bisschen näher bringen. Ja, oder halt einen Hinterhalt, da verlieren wir auch Einheiten im gegnerischen Gebiet. Auch nicht so toll. So, haben wir noch 4 Runden Zeit, ist die Frage, Freunde. Haben wir noch im Auenland 4 Runden Zeit? Und vor allem das Geld dazu eigentlich nicht, weil wir wollten ja, das haben wir auch letzte Runde festgestellt, wir wollten ja unbedingt in Tiefwasser die königlichen Ställe bauen, um halt eine Heldenkapazität beim Paladin mehr zu haben, um also in 4 Runden dann auch einen Paladin bauen zu können. Da kriegen wir ja gerade einen Boni. Ne, 9 Runden lang, würde also passen, dass die halt statt Stufe 3, Stufe 7 rauskommen und halt, dass die weniger kosten würden. Und da wir im Moment ja eher da drauf sind, dass wir ab nächster Runde noch ein bisschen mal ein paar Einheiten bauen wollen. Ja, wir haben ja 4500 Einkommen die Runde, das passt ja an sich erstmal. Und das mit sogar hier mit Plünderung 300 weg davon. Das passt soweit, also wir können uns noch eine nächste Armee sozusagen leisten. Die Sache ist halt, bringt uns das was? Also, bringt uns die Armee bis dahin noch was, bis die Chaos-Truppen da sind. Danach brauchen wir nicht unbedingt sofort eine vierte Armee, ne? Das ist nicht unbedingt so wichtig. Die Lehmgrube könnten wir bauen, um halt wieder Geld zu erwirtschaften, was relativ schnell wieder reinkommen würde. Ich glaube, das ist auch das sozusagen das Special-Gebäude hier. Wir könnten natürlich auch hier auf den Keller und Weberhaus gehen oder auf die Felder. Ah, so ein bisschen die Frage. Wir könnten auch auf die Trinkstube gehen, um mehr Kontrolle zu haben. Können wir aber eigentlich auch später machen. Ich glaube, ich würde sogar hier auf die Lehmgrube gehen. A, kostet sie nicht viel und B, wie gesagt, refinanziert sie sich relativ schnell wieder rein im Auenland. Das funktioniert soweit also ganz gut. So, was ist eigentlich hier unten Phase? Ach, Imperium wird da platt gemacht von den Vampiren. Schön. Na, das war richtig schwer. Die werden ja ausgelöscht. Das sieht ja schon mal richtig gut aus. Das läuft ja schon mal so weit. Ich würde es halt super begrüßen, wenn die Waldelfen mal noch Richtung Grünburg gehen würden, damit sie hier mal eine Grenze hätten zu den Vampiren, dass die mal ein bisschen Krieg führen, weil die Waldelfen relativ stark sind eigentlich. Also kann man, glaube ich, auch nochmal in der Diplomatinas-Loot sehen. Die Chaos-Krieger sind immer noch am stärksten. Wir sind übrigens nur noch stärker an 4, weil wir gerade ein paar Einheiten nicht unbedingt, also wir haben nicht keine Bataillone verloren, aber ein paar Einheiten durch die Schlacht. 3 sind die Waldelfen, die sind im Moment von der Armeestärke her besser. Und die Zwerge, gut, die Zwerge. Die könnten ja auch mal was Sinnvolles machen. So, Karadjörn. Ja, mach doch mal was, Junge. Greif doch mal an. Was ist denn das Problem? Sind da alle hier, da alle dabei? So, ich glaube, in Edoras versuchen die ständig übrigens unsere Gebäude platt zu machen mit ihren beiden Heerführern da. Da ist ja nicht mal eine Armee drin in Edoras. Also, von daher sollen sie tun und lassen, was sie, worauf sie Bock haben. So, Paladin. Wieder in die Armee rein, dann ist die wieder vollständig. Ja, und gleichzeitig haben wir ja auch den Ritter des Königs fertig gemacht, dem letzten quasi. Und damit könnten wir jetzt eigentlich mal nach Bre laufen. Da machen wir nämlich auch schon ordentlich Minus. Ja, und ihr seht hier, Chaos-Korruption unglaublich hoch und geht sogar noch höher. Das heißt, in Bre, das ist ja nur so eine Nebenstadt leider Gottes, müssen wir eigentlich gucken,
dass wir eigentlich da auch die Ortschaft bauen, Freunde. Damit wir Mauern haben. Wir brauchen unbedingt Mauern im Bree, Freunde. Das habe ich nicht bedacht. Oh, das ist nicht so gut, Freunde. Wir brauchen unbedingt Mauern. Wir müssen nächste Runde unbedingt Mauern entwickeln. Ich glaube fast, ich werde hier nochmal auf den Steuersatz gehen, nächste Runde. Ich glaube fast, wir werden erstmal nochmal ein, zwei Runden Gebäude bauen. Und dann erst die Einheiten. Weil wir einfach im Moment nicht dazu kommen, Einheiten zu produzieren. Mit den Einheiten geht dann eigentlich relativ schnell, glaube ich. In zwei Runden sollten wir, glaube ich, dann alle fertig haben hier beim ersten Gebiet. Dass wir so eine 10 bis 12er Armee schon mal fertig haben. Dass wir jetzt eine halbe Armee, die wir theoretisch so, wie sie ist, an die Front schicken könnten. Ohne Reiterei, dummerweise. Also eine Armee, die wir dann, ja, die, sagen wir mal, wenig Einsatzmöglichkeiten hat und im 1 gegen 1 sowieso nicht machen kann. Ist ja süß, die belagern uns. Aber umso besser, plündern sie nicht mehr und wir können sie gleich mal vernichten. Brauchen sicherlich dann auch wieder zwei Schlachten dafür. Die werden wir auch auf jeden Fall auch automatisch schlagen, Freunde. Wir wollen auch ein bisschen vorankommen. A, wollen wir vorankommen. B, haben wir die Krieger schon mal geschlagen. Also ich habe hier euch auch schon mal gezeigt. Von daher, das passt schon. Was natürlich irgendwann total toll wäre, wenn wir mit einer Armee nach oben laufen könnten. Und da vielleicht mal ein, zwei... Ja, unser Alberic ist faul. Schön. Ist davon A nach B gelaufen, ist aber faul. Alles klar, Freunde. Ja. So, hier auf jeden Fall weiterentwickeln. Das dauert nur drei Runden. Da haben wir vielleicht noch die Chance. Der Hafen dauert auch nur drei Runden. Würde uns ein bisschen mehr Geld einbringen. Den nehmen wir mal mit. So, na, dann lauft mal raus hier. Damit wir halt, weißt du, wir könnten ja diese ganzen Stämme hier oben, die haben teilweise nicht viel, ne? Dann wie zwei, drei Gebiete oder sowas, da machst du die platt. Dann sind die von der Erdfläche weg. So, Freunde, mit dem greifen wir uns an. Die haben wenigstens Elite-Einheiten. Aber meines Erachtens kämen wir fast alle davon. Ja, selbst auch die nordkanischen Riesen, die kennen wir alle, dieses komische Mammut. Da haben wir sogar schon mal ein richtiges Mammut, ich glaube, das war das, ne? Das Triezmammut quasi auch noch schon mal fertig gemacht. So, die machen wir mal fertig. Wir haben ja logischerweise auch noch ein bisschen Verstärkung durch die Stadt da. Obwohl das hier teilweise echt behinderte Einheiten sind, aber was soll's. Ach, wir tun noch einen Banner zuweisen. Siehst du mal, Geschossresistenz. Machen wir mal auf einen dieser komischen Typen. So, und wir brauchen auf jeden Fall Geld. Also für 2000, da bin ich dabei. Scheiß auf die 5 Ritterlichkeit. Passive Fähigkeit, Vogelscheuchenbanner, können wir gleich nochmal zuweisen. So, den Heerführer machen wir natürlich auch nochmal platt. Schön, dass nur der Heerführer entkommt, das sagt sehr viel über sein Schlachtverhalten aus. Passive Vor ist minus 4 Führerschaft für Gegner oder was? Um sich herum. Na, dann machen wir unseren Haupthelden. So. Zack, nochmal platt gemacht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt viel Geld bekommen werden. Nee, gar nicht. Siehst du, wir können doch nicht mal irgendwie groß plündern oder sowas. So, unser Paladin ist aber jetzt Stufe 10. Das ist doch schon mal was. Kann Feindesjäger lernen. Und Aragorn ist auch nochmal ein zweiter. Was haben wir denn? Was ist denn Sammeln eigentlich? Sammeln. Plus 16 Führerschaft um sich herum. Könnte man entwickeln. Man könnte ihn aber auch noch einfach mal in der Hinsicht verbessern, indem er... Oh, mehr Angriffsbonus ist auch nicht schlecht. Indem er, glaube ich, mehr Leben hat. Ich glaube, mehr Leben bei so einem Heerführern, das wird teilweise wundern. So, wir gehen auf jeden Fall mal eine Runde lang zurück in die Stadt. Mindestens eine Runde. Um uns so ein bisschen zu regenerieren, weil eine halbtote Armee an der Front bringt uns halt auch einen Scheiß. Ach, und da wir jetzt so viel Geld gemacht haben, können wir noch die hohen Mauern bauen. Also wenn die ersten vier Runden uns angreifen würden im Auenland und in drei Runden erst im Bree Südwest, dann haben sie Probleme, Freunde. Dann haben sie wirklich, dann ist zappenduster. So, Florence läuft mal am Ufer ein bisschen mit. Ja, da ist nämlich eine zweite Armee. Na, gut zu wissen. Ach Gott, was haben die denn hier? Die Spiegelgarde. Scheiß Nummer 1. Die sehen ja relativ gut aus. Na, die könnten dann irgendwann mal wehtun, Freunde. Ne? Sehr geil. So, ich glaube, ansonsten sind wir soweit durch. So, Imperium will natürlich, dass wir die Krieg gegen die Vampire beitreten, weil die ja fast schon vernichtet werden von den Vampiren oder Vampirfürsten. Ist ja auch verständlich, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ich hoffe halt irgendwie immer noch inständig, dass die ganzen Chaos-Truppen nicht alle zu uns kommen. Na, wie ist denn die Kriegshorden des Chaos, dieser einzelne Rebellenstamm des Chaos, kann man ja fast sagen, dass die wenigstens zu den Vampiren oder sowas gehen, dass die mal im Hinterland angegriffen werden und sich dann auch mal vom Imperium so ein bisschen zurückziehen. Ich will nicht unbedingt, dass das Imperium stirbt. Ja, das ist ein guter Handelspartner, würde er wieder wegfallen und mit den Vampiren müssen wir, also wenn die mit uns irgendwelche Grenzen groß haben, also mit dem Fall werden wir uns auf jeden Fall nicht gut verstehen. Da wird nicht viel laufen, ne, so handelmäßig und sowas. So, ein bisschen mehr Nahkampfabwehr für den Paladin noch an der Front.
Ich würde sagen, dann bauen wir noch die Töpferei. Müssen wir mal gucken, ob wir ein bisschen Geld sparen oder was. Oder ob wir... Nö, Nastaya zum Beispiel. Zack. Können wir noch einen Hof bauen. Das läuft so weit. Können wir wenigstens ein bisschen mehr Geld. Einen grünen Ritter könnten wir auch nochmal beschäftigen. Wir sind ja aber eigentlich voll von den Armeen her, ne? Das sieht an sich eigentlich erstmal ganz gut aus. So, will ich die noch eine Runde lassen oder nicht? Ich glaube, ich würde die noch eine Runde drin lassen, Freunde. Ja, weil wie gesagt, im ganzen Gebiet hier ist halt ein riesen Verschleiß, weil wir halt das Problem haben, dass wir hier viel zu viel Chaos-Korruption haben. Hier oben geht's. Ich glaube, wenn er, also wenn er sich hier bewegt, genau, hier wäre nichts, aber ihr seht schon an dem Totenkopf unter dem Pfeil, sobald er irgendwo reingeht, wo zu viel Chaos-Korruption ist. Man sieht es ja auch am Boden, ne? Das hier alles, das ist nicht unbedingt so, wie wir das angelegt haben. Das sind nicht irgendwelche Felder oder Industriefreunde, nein. Das sind die Typen hier drüben. So, Frage ist natürlich, wollen wir einen Hinterhalt setzen? Was haben wir denn eigentlich so für Wälder? Hinterhaltschance 70%, das ist natürlich nicht schlecht. Das Schöne ist, dass, so wie ich das gerade sehe, keine Helden denen voraneilen. Weil Helden sind dafür gedacht, im Grunde genommen vor allem Hinterhalte auch aufzudecken. Das ist natürlich ungünstig, wenn der Hinterhalt aufgedeckt wird und die dann dich angreifen. Ne? Dann hast du natürlich Probleme. Was sind das eigentlich hier für komische Gruben? Ist doch auch irgendwas die Richtung chaosmäßig, oder? Kann mir nicht vorstellen, dass das... Was ist denn das? Keine Ahnung, Freunde. Ich glaube, es soll auch irgendwie darstellen, dass das Chaos halt immer noch aktiv ist. Naja. Was machst du da? Machst du nichts. Also im Notfall können wir auch nochmal einen Ritter rufen. Der wird dann immer bei unserem Hauptanführer quasi gespawnt. Einfach nur, dass wir ihn mal für ein paar Runden dann haben. Der kämpft ja mit. Der ist ja Stufe 30 und... Halt Kavallerist und kann ein bisschen was. Also so schlecht ist er nicht. Ah, da haben wir doch einen Held, Freunde. So, das ist ein neues Problem. Der darf eigentlich, der soll eigentlich sterben. Die ziehen im Moment nach Norden, also nach Hemsklamm Nord. Das ist in der Hinsicht halt ein bisschen ungünstig. Ja, weil Hemsklamm Nord, wir können Hemsklamm Nord halt mit einer Armee eigentlich nur verteidigen. Und vor allem können wir auch nicht schnell dorthin zurück. Die Frage ist, ob die überhaupt auf uns gehen oder ob die auf die Zwerge gehen. Das kann durchaus auch sein. Also ich glaube, im Helmschlamm Nord wäre es vielleicht sogar gar nicht so unsinnvoll, dann einen Hinterhalt zu legen. Tilea möchte militärischen Zugang haben. Können sie machen. Da sind wir nicht so, Freunde. Na, heißt auf Deutsch, wir können bei ihnen rein, was denen aber, glaube ich, scheißegal ist. Und die können bei uns rein. Was in der halt nicht schlecht ist, vielleicht laufen sie dann mal wenigstens irgendwo in Richtung des, der globalen Feinde, wie zum Beispiel das Chaos. Ja, jetzt fängt sie an hier, die Feenzauberin, das ist auch noch irgendwie zögerlich. So, die Großherden kommen. Das ist dummerweise sogar bei uns in der Nähe. Ach, die nicht so toll. Also es gibt schönere Sachen. So, Bre wurde angegriffen, da müssen wir natürlich reparieren, ansonsten haben wir da Probleme. Problem ist auch, dass sich dadurch eine Runde lang unsere Ortschaft nicht weiterentwickelt. Auch sehr ungünstig. So, was ist mit den Jungs? Ich meine, die Typen können halt nichts schlagen, aber können die nicht wenigstens sich irgendwie verbessern? Übrigens schön, dass die Chaos-Krieger jetzt nur noch Stufe 2, also nur noch Rang 2 sind, weil die Waldelfen jetzt noch stärker sind. Die Waldelfen können wir aber nicht dazu überreden, mal... Nee. So, das Imperium, ich glaube, das hat im Moment sowieso genug zu tun. Und die Karasiflin... Naja, die Karasifne war ja wieder das Riesenproblem, dass die Typen zu blöd sind, zu erkennen, dass das Chaos der große Feind ist. Das heißt, ich kann die nicht gegen die Chaos-Armeen schicken. Das ist halt relativ ungünstig. So, und oben kriegen wir jetzt die nächste Armee ab. Das heißt, wir müssen uns jetzt eigentlich mit einer unserer Armeen, müssen wir uns zurückziehen. Wir haben an sich sonst keine große Chance. So, Luen, ah, Luen ist wenigstens mal eins weiter. Das ist doch schon mal was. So, oben war durch. Ich glaube, unten haben wir nur die Blitzschlacht gemacht. Das reicht. Ritterkodex. Ich glaube, hier wollten wir noch was machen. Vitalitätsverlust gering. Das ist gar nicht so schlecht. Führerschaft für mehr Nahkampf. Also mehr Führerschaft und mehr Nahkampfabwehr für die Nahkampfinfanterie. Oder mehr Munition für die Schossinfanterie. Und vor allem dann auch nachher mehr Schaden. Und da ich ja gesagt habe, dass die vor einer letzten Folge, dass die Bodenschütze von uns gar nicht so schlecht sind, machen wir das mal. Vor allem haben wir nur 3 Bataillone Nahkampfinfanterie, aber allein 4 Bataillone Bodenschützen macht also auch mehr Sinn, dass wir das so sinnvollerweise machen. Wir könnten... Naja, wie gesagt, hier im Hinterhalt ist immer so ein bisschen problematisch. Du kannst auch nicht zu weit rauslaufen beim Hinterhalt, weil für einen Hinterhalt
brauchst du... Ah, Ritterlichkeit minus 2 nur pro Runde. Das war mal mehr, Freunde. Meines Erachtens. Genau, du brauchst... Genau, Mindestanforderung 25%. Das heißt, wenn du jetzt rauslaufen würdest, nehmen wir mal davon aus, du willst hier in die Wälder laufen, würde das noch gerade so klappen. Wir machen es einfach mal. Schön, dass da eine zweite Armee ist, dass ich das nicht wusste. Florence, wofür bist du eigentlich da? Ach, du kannst noch nicht mal darüber, dann lauf doch mal wenigstens irgendwo hin. In die richtige Richtung, Mädel. So, und wir gehen natürlich nach Bre mit unserem Hauptanführer zurück, weil Auenland hat ja Mauern. Auenland hat Mauern, Bre hat keine im Moment. Das heißt, die könnten einfach so überfallen werden, was natürlich überhaupt nicht in unserem Interesse ist. Die Tara Siflin können wir eigentlich nochmal ganz kurz gucken. Dass die Zwerge so schlecht sind. Die können sich mal nämlich eher diesen Gegner irgendwie annehmen. Ja, die haben da eh keinen Bock da drauf. Geht doch mal auf die Northgar vielleicht. Vielleicht schafft ihr das dann wenigstens. Und die Zwerge? Die Zwerge könnten da auch mal ein bisschen was Sinnvolles machen. Mach doch mal was, Junge. Was ist denn da los? Ist doch nicht so schwer. Mal was machen, Junge. So, 6000. Ah, okay. Wir könnten nochmal 20 Ritterlichkeit opfern, dafür aber ein bisschen Einkommen generieren, was aber nicht viel ist, und ein bisschen mehr Kontrolle in den benachbarten Regionen auch, was ja zum Beispiel Ostgiert wäre, wo es mit der Kontrolle gerade so läuft. Und Silbrigmond ist halt auch relativ vom Arsch, ich glaube, das war auch der Sinn daran. Außerdem, wer will nicht ein Bordell bauen, Freunde? Wer freut sich nicht in der damaligen Zeit über ein Bordell? Kannst du mir niemanden erzählen, du. Schön, dass dieser Ortsstamm immer noch lebt. Haben die Waldelfen wenigstens ein bisschen was zu tun, weil die führen nämlich Krieg in diesen Ortsstamm. Bams! Hinterhalt! Gescheitert! Warum ist denn der gescheitert? Und warum haben wir dann trotzdem den diese Einheiten... Warum sehen wir trotzdem so gut aus? Trotzdem, ihr wisst, wie es ist. Hinterhalt schlage ich ungern selbst, weil wir nämlich da diesen ganzen Bonus und so nicht haben. Und das sah ja auch relativ gut aus. So, hier würde ich jetzt nicht auf Geld gehen, sondern wirklich auf Führerschaft, weil wir ja nochmal kämpfen müssen gleich. Und die erste Schlacht, die in die Chaos... Krieger hier ist ja schon mal, die erste Schlacht jetzt in der neuen Zeit, ist ja schon mal ans Loot verlaufen. Er rennt weg, er rennt in die andere Richtung. Und von unten kommen sie auch. Und jetzt sind hier unten noch die Herren. Och, du meine Fresse. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott, Freunde. So, Marienburg, ihr macht das, ne? Wir vertrauen sowieso auf Marienburg. Die kriegen das gebacken. So, die Zwerge habe ich jetzt angewiesen, dass sie halt eigentlich darauf gehen. Ich weiß nicht, wo die jetzt hinlaufen. Keine Ahnung. Was machen Verbündete eigentlich? Wenn du sagst, greif da an, machen die eigentlich. Militärisches Bündnis! Machen wir. Jetzt haben wir mit Tilea ein militärisches Bündnis vorhin. Jetzt können wir den wieder anweisen, irgendwo Krieg zu führen. Ist doch was. So, die setzen natürlich wieder auf dem falschen Ende. Über. Natürlich klasse. Banner der Eile haben wir noch, was wir zuweisen können. Der Führerschaft, der Brendin. Der Paladin hat noch ein bisschen mehr Führerschaft gegen Chaos und Nostra bekommen. Und wir haben immerhin einen Typen platt gemacht. Oh! Und der Brandon ist noch ein bisschen mehr Forschungsreichweite. Was ja nicht so schlecht ist. Was uns aber im Endeffekt auch nicht so viel bringt. Wichtig ist, dass der Alberink mal noch ein Stüfchen aufgestiegen ist. Der kann sich mal ein bisschen mehr Leben gönnen. So, der Paladin, was kann denn der hier hinten noch? Auch mal ein bisschen mehr Leben. So, und diese Armee läuft jetzt im Moment mit einem Level 1 Herführer rum, was natürlich... Ne? Muss man, glaube ich, nicht groß erwähnen, dass das natürlich nicht dolle ist. Yes. Problem ist, wir kommen nicht wirklich hinterher. Ne? Also wir können die jetzt, glaube ich, nochmal angreifen. Wir haben da aber das Problem, dass wir vor den Leuten auf jeden Fall wegrennen müssen. Und wir kriegen hier oben... Ach, hier ist sogar der Archon. Ach Gott, das ist ja interessant. Den lassen wir mal nach Auenland marschieren, Freunde. Der kann meinetwegen belagern, das ist gar kein Problem. An sich ist es kein Problem. Wir versuchen mal die Armee hier Platz zu machen, Freunde. Eine Armee vom Feld zu nehmen. Und die rennt wirklich weg. Das ist nicht dein Ernst. Die rennt wirklich weg. Und wir müssen jetzt auch mal ein paar Meter wegrennen. Die heilen sich, Freunde, und wir nicht. Das ist das Riesenproblem. Und natürlich, dass wir eine Armee im Hintergrund haben, ne? Ist auch klar. So. Können wir den Zwergen jetzt doch nochmal anweisen? Das wäre jetzt unglaublich wichtig. Aber hier haben wir nochmal einen.
die Typen anzugreifen. Weil, wenn ihr das macht, ist der Wahnsinn. Das wäre jetzt total sinnvoll. So, Tilea kann ja eigentlich auch mal da oben angreifen. Ich glaube nicht, dass die irgendwie noch dazu kommen, die Typen da Platz zu machen. Die Chaos-Krieger, die an uns anrennen. Ich glaube, das können wir vergessen. Der Typ nervt mich jetzt auch, aber so dicke. So, wir werden mal aufs Wasser gehen und gucken, wo er übersetzt. Im 1 gegen 1 gewinnen wir natürlich gegen die Armee, Freunde. Das ist ja kein Problem. Also wir haben hier vorne, ihr seht schon, warum ich eine vierte Armee haben wollte, ne? Wir haben hier vorne zu wenig Armeen. Ja, und einer von uns ist halb tot. Das sieht zwar nicht so aus, aber die ist halb tot. Auch sehr ungünstig. Das heißt, wie sieht es denn eigentlich aus? Müssen wir noch ein Gebäude bauen? Da werden zwei fertig, die reichen aber erstmal. In zwei Runden hat Bree erst Mauern. Was war denn das gerade? Ja, in das Teil können wir nochmal ein bisschen auf Geld gehen. Das Problem ist nur, dass das Teil gerade auch total fertig gemacht wird. Ich kann wenigstens aufs Wasserrad gehen. Ich glaube, das ist okay soweit. Wir müssen eine zweite, eine vierte Armee bauen. Das heißt, wir gehen jetzt doch nochmal auf die lokale Rekrutierungskapazität und dass wir 10% weniger für Rekrutierung von irgendwelchen Landeinheiten ausgeben müssen. Und ich glaube, wir können Paladin bauen, wenn wir wollen. Na, machen wir doch. Ritterlichkeit plus 10. Bonus gegen große Feinde. Ritterlichkeit plus 10 und ein bisschen mehr Nahkampf und die Döns und Angriffsbonus. Bisschen mehr Nahkampf, Freunde. Ne? Oder wollen wir vom Namen her nehmen? Ach, Zachary hört sich doch geil an. Ach komm, wir nehmen Zachary, Freunde. Bam, Junge. Der Paladin. So, erstmal jetzt auf dem Schlachtross. Ab Rang 9 kriegt dann Pegasus. Okay, dann gehst du auf ein bisschen mehr Nahkampfangriff. So, und ich glaube, dann wollte ich bei Paladin immer auf Nahkampfabwehr gehen und auch ein bisschen mehr Plattenrüstung. Und dann haben wir es auch erstmal schon mal. So, und der geht dann nächste Runde da rein. So, Freunde. Den Ritter rufen wir dann, wenn es soweit ist, wenn wir ihn brauchen, weil der ist ja nur für ungefähr 10 Runden da. Aber das sieht so aus, als ob wir den hier vorne auch wirklich brauchen werden. Also jede einzelne Einheit, den ich hier vorne brauchen werden. Deswegen auch von dem Plan her, wie die belagern wollen. Süß. So, und die Vampire haben es endlich geschafft, die Leute Platz zu machen. So, er rennt schon mal weg, das ist schon mal gut. Jeder, der wegrennt, ist erstmal okay, Freunde. Klar wäre es natürlich schöner gewesen, wenn wir die Armee wirklich richtig vernichtet hätten. Na, aber die können sich ja quasi wieder so ein bisschen erholen. Marienburg zieht es durch, ne? Vielleicht nimmt Marienburg auch Dietershafen ein. Wäre eine Idee. So, Auenland wird belagert, ist aber an sich nichts Problem, weil die, glaube ich, da alleine sind. Die rennen nach Edoras, schön weit weg von mir, werden belagern auch. Okay. Gucken, wie weit wir mit unserer Armee kommen. Also ihr seht schon, wir haben ordentlich zu tun. Rothörnerstamm wurde vernichtet, das ist immer sehr gut. Die machen denen die Streitkräfte mobil, das ist okay. Meine Lüge, dann lauf doch mal ein bisschen voran. Ah, siehst du. Ach, siehst du, sind ja nur drei Armeen hier vorne. So, erster Kampf. Ja. Und das Schöne ist, Freunde, wir werden das selber schlagen. Warum? Weil das Archon ist, der Dude. Und den haben wir ja, glaube ich, am Anfang verpasst gehabt. Ne, irgendwie war der doch am Anfang, wir haben ihn, glaube ich, nicht so richtig gefunden, wo der war. Die ganzen Armeen, die uns angegriffen haben, da war der nicht dabei. Ne, oder vielleicht war er noch nicht auf dem Feld oder sowas, keine Ahnung. Eigentlich normalerweise ist es ja so, dass der einmal da ist und dann stirbt er und dann ist er nochmal da. Kann sein, dass wenn wir ihn jetzt töten, dass er auch gleich nochmal da ist. Was natürlich absolut ungünstig wäre. Ne, aber den haben wir ja noch nicht gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich den Typen auch einmal schlagen. Ich habe jetzt gleich geguckt, haben die, ja, die haben Artillerie. Aber nur eine. Wir haben zwei. Freunde. Wir haben zwei. So, Wecker hat geklingelt. Gleich läuft Fußball. Das heißt, ich muss mal so ein bisschen beeilen hier. So, wir werden uns wieder hier auf dem Berg verteidigen. So, normale Formation. Schön Land gezogen, damit die Artillerie von ihnen nicht so einfach bei uns reinballern kann. So, die Bodenschützen, also erstmal die gesamten Reiter weg. Weg. Ne, erstmal aus dem Feld, hier aus der Sicht.
So, Bogenschützen. Warte mal, machen wir nämlich... Im Dunder machen wir da auch zwei rein. Quasi, falls die erste durchbricht. Oder wegrennen muss. So, ansonsten ganz klar unseren Haupthelden mit rein hier. Unseren Paladin auch. Dann hatten wir noch, glaube ich, die Questritter. Aber die Questritter würde ich fast denken, dass wir die erstmal ein bisschen weiter hinten ansetzen. Damit sie halt auch von der Artillerie noch nicht platt gemacht werden, weil die sind ja ein bisschen wichtiger als unsere Frontkämpfer. Ja, dann haben wir wieder unsere Hippodrives, die Nummer 3. Ja, die, was weiß ich, die stellen wir hier oben hin oder sowas. Die sind erstmal nicht ganz so wichtig. Ansonsten die Jungs alle und die beiden Questritter sind unsere Nummer 1. Die sollen noch ungefähr so stehen bleiben, wie sie sind. Was natürlich ein bisschen doof ist, wenn die jetzt hier außen sind. Ja, unser Arti ist, was, unser Arti, habe ich das mal falsch gemacht, das ist unsere Nummer 4. Damit wir die auch wirklich mal nehmen können, sozusagen sagen können, komm, Arti, schieß da drauf. So, und ansonsten, zack, achso, warte mal, das ist ein Blödsinn. Unsere Kavallerie, wo geht denn unsere Kavallerie hin? Eigentlich können wir hier schön in die Schneise brechen, brechen, mit unserer Kavallerie. Ach, wir haben... Ne, also ich wollte schon sagen, das sind die, oder? Die nicht. Die haben wir noch. Ich glaube, die noch, ne? So, Freunde. Zack! Das ist doch mal was. So, jetzt kannst du noch hier. Ne? So, fangen wir sie an. Die Schlacht. Ne, und volle Kanne raufballern. Ah ja, und wir kriegen ja noch Verstärkung. Stimmt. Von der Seite. Das stimmt. So, unsere Cover, unser Arti schießt schon mal. Ist ja schon mal was Sinnvolles. Was aber ich nicht so sinnvoll finde, dass die darauf ballern. Ballert mal nicht auf diese komischen Orts, weil da trefft ihr eh nichts. Ihr sollt lieber lieber die Masse ausdünnen im Grunde genommen. So, ich muss mal noch mal Pause machen, Freunde, weil wir von außen ja so viel Scheiße bekommen haben. Was willst du da groß machen? Nimmst die ganzen Bodenschützen, die stellst du hier auf, dann nimmst du die ganzen Front... Oh Gott, da war nochmal ein Bodenschütze dabei, meine Fresse. Ne, dann nimmst du die ganzen Nahkämpfer, die stellst du irgendwie ein bisschen davor auf. Die Questing Knights, die machst du hier so ein bisschen auf die Seite. Die können wir übrigens schön benutzen. Die können wir mit den Hippodrives zusammenziehen. Na, die stellst du hier schon an die Front hin. Ja, und der Rest, keine Ahnung. Hier, die nimmst du alle, machst du zur Nummer 5 und sagst, Hakuna Matata. Na, ab geht er. Ihr macht das schon. So, also ich glaube auch, dass wir mit unserer Hauptarmee das auch hinkriegen würden. Aber trefft doch mal! Vernichtet doch mal was. Halten die so viel aus und eine Katapulte einfach so kacke, Mann. Ah ja, wenn wir schon mal dabei sind, das ist Arkon. Na ja, seh schon. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Jungs, ich würde sagen, geht mal in Deckung. Aber ich glaube, das ist eher unseren Haupthelden gerichtet. Bäm, Freunde, hat er getroffen. Genau, die Questing ihn nach vorne. So, also so ein bisschen haben wir die ja schon... Ja, jetzt ist los langsam, ne? So ein bisschen haben wir sie ja schon nass gemacht. So, machen wir mal ein bisschen mehr Zeitlupentempo. Unsere 2... wird jetzt mal durchreiten. Im Grunde genommen. Unser Paladin geht nach vorne. Beziehungsweise das ist, glaube ich, der Paladin, ne? Und der Rest, das sieht schon ganz okay aus, Freunde, ne? So wie es jetzt einfach ein. Guck mal unser Bodenschützenhagel an. Dann gehen wir ein bisschen zu viel da drauf auf die Chaosbrut. Aber was soll's? Lieber auf die Mitte gehen.
Ja, da voll rein, ne? Das ist klar. So, unsere Hippogreifs. Die werden sich dann auf jeden Fall diese größeren Viecher hier mal nehmen. Verklasse, die auf die Questinens natürlich nehmen. Gehen. Auch nicht schlecht, dass die jetzt da doof rumstehen. So, haben wir? Das ist die 5, wa? Wie gesagt, die sollen einfach müssen einzeln da stehen. Das sind die Questing, da gehen wir noch mit unseren Hippodrives drauf. Ich muss halt mir eine Menge überlegen, was wir hier machen. Irgendwie wurden schon wieder unsere Reiter aufgehalten. Was ich schon wieder nicht so toll finde. Und unsere Questing Knights auch nicht so toll finde. Aber was soll's. So, Bodenschützen gehen da drauf. Wir haben so ein bisschen unsere Front. Oh Gott, die sind mit ihren Streitwaren, sind die ja komplett durchgerauscht. Was haben wir noch bekommen eigentlich? Ach, hier ist der Fluch, ne? Zack. So, was kann denn unser Paladin? Der macht sich auch nochmal ein bisschen krasser. So, von außen kriegen wir wenigstens ein bisschen Unterstützung jetzt. Ansonsten haben wir halt noch die Kavallerie, die muss dann auch noch mal ein bisschen drauf gehen. Unsere beiden Hippogreifs können wir eigentlich auch nehmen und die gegnerische Artillerie platt machen. So, genau das ist jetzt so ein bisschen das Problem von uns, Freunde. Ach, hier sind eigentlich die Hippogreifs, okay. Das Problem bei uns ist jetzt, Freunde, dass wir halt unsere Kavallerie wahrscheinlich relativ viel davon verlieren werden. Aber dem ist dann halt einfach so. Das ist dann so, Freunde, wisst ihr? Passiert im Krieg, dass du mal ein Bataillon verlierst. So, ihr da drauf. Schön, dass die komplett durch unsere Front durchgebrochen sind. Ja, finde ich ja wieder absolut wahnsinnig super. So, volle Kanne Ruf da. Unsere Kavallerie außen, die macht das ja eigentlich ganz gut. Ich sehe auch schon gar nicht mehr durch so richtig. Wir haben noch ein paar Questing, die müssen auf jeden Fall auf die Streitwaren gehen. So ein bisschen das Problem. Unser Leoid ist halt auch nicht an der Front. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich gerade habe. Wir müssen jetzt mal unsere Herbthelden an die Front schicken. Ansonsten haben wir da im Grunde genommen große Probleme. Und auch ihr solltet mal so ein bisschen reinlatschen in die Jungs. So, Bodenschützen schießen da drauf. Die anderen schießen irgendwo in den Pult da rein. Ups, ihr trefft ein bisschen was. So, die Leute kommen da runter. So, Kavallerie setzt sich da in Bewegung. Das ist ja schon mal was. Ihr geht da drauf. Und ihr alle, ihr müsst sowas von schnell im Grunde genommen da rein. So. Die Arti. Ja, immer schön reingeballert, ne? In die Sache. Die Hippogreifs, wenn wir mal ehrlich sind, einfach rinnen. In den guten Marsch hier. Das war nicht so geplant, dass die denen hier helfen. Eigentlich sollten es mit den Bodenschützen zusammen, sollte es eigentlich funktionieren. So, immerhin haben wir jetzt eine Streitwaren hier hinten, oder die gegnerische Streitwaren mal so ein bisschen unter Kontrolle gebracht. Wir können auch mal wieder ein bisschen schneller machen. Also jetzt, wenn beides schneller geht, geht's hier los, Freunde. Ja, schieß doch mal rein hier, Junge. Oder auch nicht. So, die Questritter auch volle Kanne rin in die Dude. Ah, eigentlich hier rin in die gute Stube. Ja, jetzt laufen die natürlich den hier hinterher. Ja, ich hab gar keinen Bock eigentlich drauf. Die können sich jetzt mal hinten die Arti holen. So, die gehen da drauf. Wir haben hier noch ein paar Ritter.
immer Rinne ins Getümmel. Das kriegen wir von der Seite halt auch die ganzen komischen Bauern hier, ne? Ihr seht schon, die rennen ja rein, schießen ohne Ende. Sterben auch ohne Ende. So, was wir jetzt brauchen, wir müssen natürlich Arkon besiegen, Freunde. Das ist natürlich klar. So. Genau, King of Bretonia, da geht es jetzt nochmal rein in die Lootestube. Ihr könnt hinter den fliehenden Leuten hinterher, weil ich will jetzt ungern hier noch ein Bataillon verlieren. Zum Beispiel die Ritter des Königs wären jetzt ungünstig. Ja, wir gehen gleich auf Arkon rauf. Aber da lassen wir gerade halt unseren Haupthelden, die in Arkon kämpfen. Ihr nicht, ihr haut ab. Und der Haupthelden kriegt halt ein bisschen Unterstützung von Bodenschützen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht groß. Groß wichtig. So, Arkon gegen Luen, Freunde. Das ist der Kampf. Zack. Bam, King Luen. Da gibt's nochmal. Bisschen mehr Rüstung, bisschen mehr Nahkampffähigkeit. Bam, Junge. Sieht's aus? Vom Leben her? Ja, Arkon. Das ist kacke, ne? Und ich glaube, Arkon könnte erstmal gleich. Bams, Freunde! Da ist er gefallen. Da ist er weg. So, ich würde sagen, die Mörsermannschaft wird jetzt hier auch mal ein bisschen angegriffen. Ja, und ich glaube, jetzt können wir es auch ein bisschen schneller machen lassen. Na, ich glaube, den Rest werden wir dann auch noch hinkriegen. Irgendwann mal. Ja, das sieht in der Hinsicht ganz gut aus. Bisschen laufen wir noch mit der Kavallerie hinterher, dass wir noch ein paar Leute platt machen können. Ja, zack, zack, zack. Ein paar Bataillone noch platt machen können, da war es dann im Grunde genommen. So, haben wir noch jemanden? Eigentlich nicht, ne? Oh, hier haben wir noch Kavallerie. Zack. So, ich mache das nur, damit wir gleich nicht mehr so viel gegen die Leute kämpfen müssen. Ne, falls wir noch im Nahkampf sind oder dass wir vielleicht sogar gar nicht mehr kämpfen müssen. Ne, weil wir zu viele von ihnen umgebracht haben. Wir haben auf jeden Fall Arkon besiegt voll. Das war Arkon. Gar nicht schlecht. So, eigentlich haben wir von den Verlusten her es eigentlich ganz gut gemacht, obwohl es teilweise zwischenzeitlich echt schlimm aussah. Also die Streitwand habt ihr gesehen, die war nicht so lustig. Schön ist, dass der Gegner nicht so viel Artillerie hatte. Die hat trotzdem 76 Leute platt gemacht, die Artillerie, ne? Also so ist nicht. So, wir haben sie eigentlich komplett fertig gemacht. Kriegen dafür auch 2100 plus die 2600. Und ihr seht schon, die Armee rennt trotzdem weg. Trotzdem rennt sie weg, Freunde. Die ollen Säcke. Und wir kommen nicht hinterher. Na klar, das ist nicht mehr viel, aber wir kommen trotzdem nicht hinterher. Müssen sowieso jetzt irgendwie mal ein bisschen aufladen. Nun, Freunde, ich würde sagen, ist schon wieder mit Überlänge hier. Wir sind erstmal wieder fertig und gucken in der nächsten Folge, wie es losgeht. Ich meine, immerhin wird unsere Hauptstadt ja auch noch belagert. Schön, warum auch nicht. Ne? Die kann sich auch fast selbst verteidigen. Aber halt nur fast, ne? Mit schlechten Einheiten. Und ihr seht schon, wir kommen selbst mit dieser Bewegungsreichweite nicht ganz ran. Ne? Also wir kommen jetzt gerade mal noch nach hier. Dass, wenn die nicht so natürlich angreifen würden, haben wir ein Problem. Hoffen wir es einfach mal nicht. Ne? Bis denne.